Hallo und herzlich willkommen beim Videopodcast vom Zuke Green Health Kongress. Mein Name ist Stefan Kreuer, ich bin von Zuke Green und habe heute eine ganz spannende Interviewpartnerin da, nämlich die Anna Fuhrmann. Und die Anna ist Climate Officerin von Healthcare Without Harm in Europe. Die Organisation ist auch weltweit tätig. Sie ist für Europa dort verantwortlich, projektverantwortlich für das Thema Klima. Und wir wollen ja darüber sprechen, was sie genau tut, wie sie dazu gekommen ist und wie auch der Stand in Europa ist, in Deutschland und auch global im Vergleich. Und wir sind natürlich auch gespannt, weil sie ist Speakerin auf unserem Zuke Green Health Kongress am 23. und 24. November, was sie uns da dann präsentieren wird. Deswegen sind wir sehr froh, dass sie uns heute schon mal ein bisschen einen Einblick gewährt. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir. Hallo Anna. Hi. Stell dich einfach mal bitte vor, was du machst und wer du bist und ja, bitte. Okay, ja, danke schön für die Einladung zum Podcast. Ich bin Anna Fuhrmann, ich bin gelernte Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, habe dann in Deutschland gearbeitet, in Griechenland gearbeitet, in Uganda gearbeitet und dann beschlossen, nochmal internationale Beziehungen zu studieren in den Niederlanden und in Israel. Und arbeite jetzt seit fast einem Jahr bei Healthcare Without Harm Europe in Brüssel. Soll ich schon ein bisschen was über Healthcare Without Harm erzählen oder eher zuerst über mich? Gerne, vielleicht nehmen wir mal Healthcare Without Harm vom Allgemeinen und dann zu dir persönlich. Okay. Also Healthcare Without Harm ist eine Non-Profit-Organisation. Wir arbeiten weltweit. Wir haben Büros in Nordamerika, in Südamerika, in Südafrika, Indien, China, in den Philippinen und in Australien. Und die Idee hinter Healthcare Without Harm ist, dass Krankenhäuser, Gesundheitswesen nicht die Umwelt und Menschen krank machen sollte mit dem, was sie tun, weil es ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was sie tun sollen. Und wir unterstützen Krankenhäuser und Gesundheitssysteme weltweit, ihren Einfluss auf die Umwelt und auf menschliche Gesundheit ja, positiver zu gestalten und genau, keine Luftverschmutzung, keine Wasserverschmutzung und so wenig klimaschädliche Gase wie möglich auszustoßen. Ja, spannend. Und ich persönlich wusste nicht, dass die Organisation auch schon ja, relativ lang existiert und eben so global und ja, umfassend aufgestellt sind und freue mich dann natürlich, dass da jetzt in Europa und vor allem dann in Deutschland zukünftig noch mehr passiert. Ich glaube, die Krankenhäuser sind jetzt auch zunehmend bereit für das Thema. Genau, vielleicht kannst du noch mal kurz dazu sagen, wie du dazu gekommen bist und was auch da konkret deine Funktion ist. Weil ich habe ja auch gehört von dir, dass du ja auch so gesplittet bist, einmal Krankenhäuser und für die Pflegekräfte. Das find ich super spannend, was du da auch erarbeitest, damit man auch in die Umsetzung kommt und nicht nur eben die Aufklärung, sondern dass wir konkrete Hilfen auch den Stakeholdern im Krankenhaus gibt. Ja, wie ich dahin gekommen bin, meine Ausbildung ist halt genau zwischen Gesundheit und Politik. Und für manche ist es immer so ein bisschen verrückt, dass man das mischt. Aber ich denke, Gesundheit ist sehr, sehr, sehr politisch und sehr abhängig von Politik und vor allem, wenn es um Umwelt geht. Klimawandel oder Planetary Health wird ein immer größeres Thema. Auch gerade jetzt in Deutschland haben wir es ja leider mitbekommen, dass Klimawandel großen, großen Einfluss hat auf Gesundheit, auf auch die Möglichkeiten der Krankenhäuser, auf extreme Wetterereignisse zu reagieren und so weiter.
Und für mich persönlich ist es einfach super wichtig, dass wir erstens Verantwortung übernehmen, weil Deutschland ist ja schon ein sehr industrialisiertes Land. Wir sind verantwortlich für sehr viele klimaschädliche Gase. Und zweitens, dass wir uns auch vorbereiten, dass wir Resilienz aufbauen im Gesundheitssystem und uns vorbereiten auf die Dinge, die kommen und die auch schon da sind. Genau, und bei Healthcare Without Harm arbeite ich 50% meiner Zeit mit Krankenhäusern. Ich helfe Krankenhäusern und Gesundheitssystemen, ihre klimaschädlichen Gase zu berechnen, also wie viel stoßen sie selber aus, für wie viel sind sie verantwortlich, weil wir haben in 2019 einen Bericht veröffentlicht bei Healthcare Without Harm über die klimaschädlichen Gase der gesamten Gesundheitsversorgung weltweit. Und dabei ist rausgekommen, dass der Gesundheitssektor für fast 5% der gesamten weltweiten Emissionen verantwortlich ist. Und das ist schon überraschend viel. Und genau, ich helfe den Krankenhäusern, das zu berechnen, wie viel sie selber ausstoßen, und dann einen Plan zu machen, wie sie Paris-konform, also konform mit dem Pariser Abkommen von 2015, ihre Emissionen reduzieren können. Und die andere Hälfte meiner Arbeit ist mit Krankenpflegenden. Einfach auch dadurch, dass ich selber Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin bin, wurde ich gefragt, ob ich die Nurses Climate Challenge übernehme. Das ist unser Programm für Krankenpflegende in ganz Europa. Dafür erarbeite ich selbst Lernmaterialien, das ist die Webseite, für Krankenpflegende, dass sie sich selber informieren können über die Auswirkungen von Klimawandel auf Gesundheit, auf die bestimmten Patientengruppen, mit denen sie arbeiten. Und dann auch Präsentationen, die sie benutzen können, um zum Beispiel auf einer Mitarbeiterversammlung oder auf einem anderen Treffen mit anderen Krankenpflegenden, die dann auch zu unterrichten über, worauf wir uns vorbereiten müssen und was wir tun können. Weil ich finde es super, super wichtig, dass auch die Krankenpflegenden mit eingebunden werden. In einem Krankenhaus finde ich es sehr, sehr schwierig, Dinge zu verändern, wenn man die Pflege nicht hinter sich hat. Das ist ja schon die größte Berufsgruppe im Krankenhaus. Und es ist ja unglaublich wichtig, dass die Pflege versteht, warum wir die Emissionen runterfahren müssen und dass sie auch mitmachen und dass sie auch gehört werden. Weil da sind ganz, ganz viele super motivierte, clevere Leute mit guten Ideen und Initiativen, die wir definitiv auch in anderen Krankenhäusern wiederverwenden können, würde ich sagen. Ja, das finde ich schon beeindruckend, was ihr schon alles auf die Beine gestellt habt. Und also gerade auch deine Tätigkeit, den Kohlenstoffdioxidausstoß zu messen, ist ja der erste Schritt, wo zu gucken, wo stehe ich überhaupt, und super, super wertvoll, glaube ich, gerade für viele Krankenhäuser. Und ich als mit meiner Vergangenheit auch als Einkäufer und Lieferkettenmanager, ist dann eben auch das Thema, wo man sich Gedanken machen muss, okay, die direkten Emissionen, die du angesprochen hast, und dann später auch die indirekten, wie viel kann man mit grünen Produkten, die man einkauft, was bedeutet grüne Lieferketten, wie kann man dann da messen, gemeinschaftlich mit den Lieferanten, woher kommen die Daten, das ist, glaube ich, auch super spannend, und auch partnerschaftlich, glaube ich, was zu machen. Und was spannend ist, glaube ich, auch mit Healthcare Without Harm eure internationale Sichtweise, weil ihr überall tätig seid, ne? Und speziell du sitzt ja in Brüssel und hast da auch Europa den Überblick, da würde ich gerne mal wissen, wie stehen wir denn in Deutschland so grundsätzlich im Vergleich zu Europa, weltweit, wie sieht es denn da aus, düster oder okay? Oder wie?
Ich muss zugeben, wir haben nicht sehr viele deutsche Krankenhäuser, die Mitglieder sind bei uns. Das scheint in Deutschland noch nicht so ein riesengroßes Thema zu sein. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade die Aufmerksamkeit für Klimawandel und Umweltthemen sehr viel größer wird. Wir haben ja die Global Green and Healthy Hospitals. Das ist genau die Mitgliedschaft bei uns. Und da haben wir im Moment, ich glaube, nur 5 Teilnehmer aus Deutschland. Von weltweit haben wir über 40.000 Krankenhäuser, die teilnehmen. Das ist schon ja, überraschend, würde ich behaupten. Vor allem gerade, weil Deutschland ja sonst eigentlich immer relativ weit vorne ist, was technische Neuerungen angeht. Und ja, aber was das angeht, muss ich sagen, ist das NHS in England sehr, sehr viel weiter, als wir in Deutschland sind. Die machen sich auch schon seit einer ganzen Weile Gedanken, was für Auswirkungen der Klimawandel und die Umwelt auf die Gesundheit ihrer Bevölkerung hat. Da können wir uns eine Scheibe von abschneiden, würde ich behaupten. Du bist leider auf leise gestellt. Oh, sorry. ja, dann würde ich sagen, geht auf die Seite Become a Global and Green Healthy Hospital Member today. Da gibt es ein Mitgliederformular, ein Bewerbungsformular, apply today. Und da kann man sich unkompliziert anmelden. Dann nimmst du Kontakt mit denen auf und genau. Das ist dann wirklich eine super Chance, da jetzt mal auch in das Thema so Orientierung reinzukriegen und eben auch von anderen zu lernen, wie läuft es bei der NHS, die ja schon seit Jahren, glaube ich, ne, mit dem Nick Watson, Chief Sustainability Officer haben. Das ist bei uns ja auch noch etwas weiter weg. Kann man auch nicht vergleichen. Die, wie du sagst, Healthcare ist sehr politisch. Die haben natürlich auch ein ganz anderes zentralistisches System. Das ist zum föderalen System vielleicht etwas schwieriger, aber ist so. Aber ist, zum Beispiel in Spanien, die haben ja auch eher ein föderales System, die sind auch super, super aktiv, was das Thema angeht. Also, also es geht auch in föderalen Systemen. Ich glaube, es ist ein bisschen, was gesamtgesellschaftlich so ein Thema ist. Und ich glaube, das war bisher in Deutschland einfach noch nicht so ein Riesenthema. Ich habe das Gefühl, jetzt es sind ja einige neue Organisationen aufgekommen, von Klug über Click Green. Ich glaube, das wird. Ja, das ist gut. Also Deutschland ist ja manchmal ein bisschen zögerlich, aber wenn dann alle, sag ich mal, sich darauf eingestellt haben, dann kommen auf die Überholspur, das hoffen wir doch mal. Vielleicht nochmal, dass man nochmal über andere Aktionen berichtet. Ihr habt ja die Mitgliedschaft, dann habt ihr aber auch noch weitere Themen. Ihr habt ja die Healthcare Climate Challenge, finde ich super spannend. Habt da Race to Zero. Kannst du nochmal den Unterschied erklären oder was ihr da genau anbietet, auch Krankenhäusern und anderen Healthcare-Partnern? Also die Healthcare Climate Challenge, das ist ein Projekt, das wir auch 2015 direkt mit dem Pariser Abkommen praktisch gestartet haben. Die Healthcare Climate Challenge, da können Krankenhäuser, die Mitglieder bei uns sind, sich anmelden und verpflichten sich dann selbst, einmal im Jahr ihre eigenen Emissionen zu messen. Wir haben einen Emissionsberechner auf unserer Plattform. Das heißt, wir bieten Ihnen kostenlos an, dass Sie Ihre Emissionen über uns berechnen können. Wir geben Rückmeldung dazu, Feedback dazu. Und wir helfen auch dabei, ein Baseline Year zu berechnen, also das grundlegende Jahr, von dem aus man berechnet, wie viel man seine Emissionen reduziert. Und die Selbstverpflichtung ist nicht nur auf das Messen von eigenen Einfluss,
sondern es geht auch darum, dass die Krankenhäuser selber schauen, die Patienten oder die Gruppe von Menschen, die sie versorgen, was für genaue Risiken gibt's da im Zusammenhang mit Klimawandel, mit Umweltrisiken. Und anhand dann von diesem Risk Assessment sollen sie sich auch vorbereiten. Was genau müssen sie machen, um resilient zu sein für extreme Wetterereignisse, für andere Probleme, die der Klimawandel machen wird, wie die Verschiebung von infektiösen Erkrankungen, unter anderem auch wirtschaftliche Einflüsse, die der Klimawandel haben wird. Genau, also dass sie sich darauf vorbereiten. Und der dritte Teil neben Emissionen reduzieren und resilient werden, ist dann, dass sie, das heißt Leadership, dass sie ja aufstehen, auch öffentlich sagen, dass es ein gesundheitliches Problem ist, der Klimawandel und Umweltverschmutzung, und dass wir nicht nur im Gesundheitssektor, sondern auch insgesamt gesamtgesellschaftlich nachhaltiger werden müssen, weil das einfach für die Gesundheit der gesamten Population in Deutschland, aber auch ethisch gesehen global einfach ein Riesenproblem ist, das wir erstmal anpacken müssen. Genau, das sind die Mitglieder in Deutschland. Krankenhaus Havelhöhe ist auch einer von unseren absoluten Climate Champions. Die sind ja schon seit den 90ern dabei, ihre Emissionen zu reduzieren und ethisch und umwelttechnisch gesehen mit bei den Führern. Also Havelhöhe können tatsächlich vergleichbar mit NHS in dem Level mitspielen. Super. Also Havelhöhe ist ja auch haben wir auch einen Vertreter bei unserem Kongress, der Dr. Kra. Da sind wir auch sehr froh, dass wir den mit dabei haben. Und ich finde es wirklich auch spitze, ne? Also wie ihr das hier aufbereitet habt, man sieht da wirklich, welche Ziele hat man in welchen Bereichen. Eben wie du gerade gesagt hast, Leadership, Chemicals, Energy, Food Buildings, Wastewater, Transportation und so weiter, und Purchasing natürlich jetzt, was immer mehr kommt. Das finde ich wirklich toll, dass es eben diesen Rahmen gibt, ne? Strukturiert, wie fange ich an und in welchen Bereichen kann ich dann wachsen und dann auch mich auch benchmarken mit eigenen Zielen oder auch mit anderen Kliniken in Deutschland oder mit Europa, und wenn man ganz mutig ist, dann auch mit der NHS. Ne? Finde ich gut. Und kannst du nochmal, sorry. Vor allem, weil du gerade über Purchasing geredet hast, das ist halt auch ein riesen Thema, weil die eigenen Emissionen, zum Beispiel Scope 1, Scope 2, also vom Greenhouse Gas Protocol, die eigenen Emissionen von Elektrizität und anästhetischen Gasen und so weiter, das können Krankenhäuser ja schon relativ einfach darauf Einfluss nehmen. Aber dann, wenn es zum Einkauf geht, da wird es richtig, richtig interessant, weil dann sind es ja nicht nur die Krankenhäuser, die da mitarbeiten müssen und sich entscheiden müssen, was sie wollen. Da müssen dann die Krankenhäuser mit den Group Purchasing Organizations oder auch mit ihren Versorgern zusammenarbeiten und auch Diskussionen führen. Das ist auch was wir hoffen, was wir den Krankenhäusern da mitgeben, so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein. Wir haben als Gesundheitssektor einen riesengroßen Einfluss. Das sind ja 10% vom GDP. Das ist super, super viel Geld, was durch den Gesundheitssektor fließt. Und damit haben die auch die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und Sachen zu verlangen. Und das ist Scope 3, das ist der größte Teil der Emissionen vom Einkauf, von den Sachen, die nicht direkt im Klinikgelände passieren.
Und das ist halt auch schwieriger, aber definitiv lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Ja, und das ist natürlich auch ein Punkt, wo wir mit unserem Zug Green Health Kongress beitragen wollen, dass eben die anderen Interessensgruppen wie der Einkauf und Logistik und vor allen Dingen die Lieferpartner natürlich, also es geht ja da vor allem da grundsätzlich das Geschäftsleben irgendwie nur gemeinsam und da vor allen Dingen gemeinsam, weil da muss man auch Transparenz machen, so interne eigene Transparenz und mit den Partnern auch die Transparenz verlangen. Und wir wollen ja nicht Richtung, also Apple ist natürlich, sagen wir, von Healthcare relativ weit weg, aber Apple macht es ja so, dass die bis 2025 komplett nur noch bei Lieferanten kaufen, die ja zum Beispiel Ökostrom beziehen, erneuerbare Energien und die dann bis, wo glaube ich, 2030 oder sogar früher die komplette Scope 3 auch klimaneutral haben. Und somit natürlich massiven Druck aufbauen. Jetzt ist Krankenhaus nicht Apple, aber es gibt ja schon ein paar Klinikverbünde zusammen und es gibt auch Einkaufsgemeinschaften. Und wenn man da vernünftig sagt, das ist wichtig, das Ziel, dann kann man da, glaube ich, nur gemeinsam viel erreichen. Und und ich denke, deswegen bist du als Person mit deiner Erfahrung, deinem Hintergrund, deinem Fachwissen und mit dem internationalen Blick super wertvoll für den Kongress. Und kannst du noch mal kurz darauf eingehen, was du beim Kongress beabsichtigst, da mit den Teilnehmern auch entweder zu berichten, international oder auch gemeinsam zu erarbeiten. So einen kleinen Appetizer für den 23. November. Mhm. Auf dem Kongress wollte ich mich vor allem mit Vertretern von den Krankenhäusern zusammensetzen und schauen, was sie genau machen können, um ihre Emissionen konform mit dem Paris Agreement zu reduzieren. Das heißt, ich würde sie natürlich einladen, dann auch Mitglied zu werden und bei Race to Zero mitzumachen. Das ist ein weiteres Projekt von uns, wo sich die Krankenhäuser, die bei der Healthcare Climate Challenge mitmachen, genau mit Mitigation beschäftigen, also mit der Reduktion ihrer eigenen Emissionen und dass sie bis 2030 die Emissionen halbieren und bis 2050 dann auf jeden Fall auch bei null angekommen sind. Und dafür haben wir jetzt über Race to Zero, was ja ein Projekt von vom UNFCCC ist, geben wir den Krankenhäusern praktisch die Mittel, das Wissen und die Rechner, um ihre eigenen um ihre eigene Arbeit zu machen und ihre eigenen Emissionen zu reduzieren. Und da würde ich dann auf dem Kongress mich gerne mit den Vertretern zusammensetzen und schauen, wie das bei Ihnen im Krankenhaus schon so läuft, diskutieren, wo kann man anfangen. Das ist ja auch oft gar nicht so einfach. Das ist ja ein riesengroßes Projekt auch. Und was ist wichtig, woran sollte man denken? Was sind so die Erfahrungen von anderen Krankenhäusern, die das schon seit längerer Zeit versuchen? Und vielleicht für Anfänger einen Einstieg geben, wo man anfangen kann und wie das dann auch gelingt und hoffentlich ein erfolgreiches Unterfangen wird. Ja, vielen Dank, Anna. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Fand ich eine ganz gute Zusammenfassung. Und wir freuen uns natürlich sehr, sehr auf deinen Vortrag. Ich hoffe, der November ist ja noch ein bisschen hin, vielleicht, dass da nochmal das ein oder andere Mitglied bei Healthcare Without Harm bei den ganz verschiedenen tollen Initiativen, Aktionen, Programmen dazustoßen. Gibt es nochmal einen kleinen Hinweis auf den Kongress. Der findet ja am 23. und 24. November statt und zwar komplett online. Zwei Tagesprogramm, die Konferenz für nachhaltiges Einkaufen und Wirtschaften im Gesundheitswesen.
Wir haben sehr, sehr, sehr interessante Speaker gewonnen, darunter natürlich die Anna. Gehen Sie einfach mal auf die Webseite kongress.zuke-green.de. Dort sehen Sie, wer alles mit dabei ist, von Einkaufsgemeinschaften wie der PEG-Einkaufsgemeinschaft, die ein spannendes PEG-Green-Programm gemacht hat über die Industrie, Plattformen, auch Berater, wenn es um den Bereich Menschenrechte geht, Lieferkettengesetz kommt, wichtige MidTech-Player wie Johnson & Johnson, auch eine Einkaufsgemeinschaft aus Belgien. Wir haben das Bundesministerium für Gesundheit haben wir auch dabei. Da gibt es ein spezielles Referat Nachhaltigkeit, relativ neu gegründet. Auch aus der Schweiz verschiedene Klinikgruppen, Asklepios. Ja, es wird sehr spannend. Wir freuen uns drauf. Ja, dann bleibt mir nur noch mal zu sagen, Anna, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für die interessanten Insights. Gerne. Wir bleiben in Kontakt bis zum Kongress, ja, und wünschen allen Zuhörern jetzt erstmal einen schönen Tag und bleibt gesund und werdet grün. Bis bald.